Der Donaudurchbruch bei Beuron. Bis zu 200 Meter tiefe Schluchten gräbt die Donau in die Höhen der Schwäbischen Alb und erschafft ein Naturereignis von atemberaubender Schönheit. Ausschnitte eines Films der amerikanischen Brauerei Miller aus dem Jahr 1954. Auf seiner Fahrt nach Sigmaringen durchquert der Mercedes Adenauer die reizvolle Landschaft des oberen Donautals. Gebaut wird dieses Auto in Stuttgart, der Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg, das 1954 bereits 2 Jahre besteht. There it is, Sigmaringen. 5 Kilometer. Won't be long now. Noch 5 Kilometer bis Sigmaringen. Der Unternehmensfilm erzählt die Geschichte des Braumeisters Friedrich Miller, der im Jahr 1854 mit seinem Braurezept und $9.000 in Gold von Sigmaringen nach Milwaukee, USA aufbricht, um dort die noch heute bestehende Brauerei Miller zu gründen. Zu dieser Zeit gehören die einstigen Fürstentümer Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Hechingen bereits seit 4 Jahren zum Königreich Preußen. 1952, ein Jahrhundert später, sind sie Teil des Bundeslandes Baden-Württemberg. 1850 bis 1952. 102 Jahre hohenzollerische Geschichte, die diese Filmchronik erzählen möchte. Vor der Bäckerei Dinser, an der Ecke Burgstraße, in der Vorstadt, erfragen die amerikanischen Gäste den Weg. Das alte Brauhaus von Friedrich Miller. An der Hohen Flippe. Die Fürst-Wilhelm-Straße entlang, vorbei an der Hofapotheke und dem Sigmaringer Rathaus, nähert sich der Mercedes Adenauer der Schlossauffahrt. Auf dem Felsen am rechten Donauufer steht bereits im Mittelalter eine befestigte Burg. Jahrhunderte später erhebt sich hier ein fürstliches Residenzschloss, dessen Spuren von Zerstörung und Wiederaufbau, von Umbauten und Anbauten seine bewegte Vergangenheit bezeugen. Das Eingangsportal des Schlosses. Bewahrung und Veränderung, Politisches und Alltägliches, vielfältig sind die Ereignisse, die die Geschichte einer Region prägen. Blicken wir zurück auf 102 Jahre hohenzollerischer Geschichte, auf die politischen Ereignisse, auf die Besonderheiten Hohenzollerns und auf das Leben seiner Bewohner.